Mäuse, es gibt spektakuläre Neuheiten aus dem DM, die ich euch unbedingt zeigen möchte. In einer gemütlichen Runde. Wir sprechen über neues Make-up, gute Nachbarinnen, gute Freunde von beliebten anderen Produkten und ganz, ganz vielen tollen Dingen. Hallo. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag. Ehrlich gesagt habe ich noch gar keine Ahnung, wann dieses Video online kommt, aber ihr kennt mich, manchmal kribbelt es so ein bisschen in den Fingern und ich möchte dann einfach drehen und mit ein bisschen Make-up spielen, denn Folgendes hat sich zugetragen. Ich war für mich vorgestern in München auf dem Xleta und Semilack Event und hatte noch ein bisschen Zeit, bis ich ins Hotelzimmer einchecken konnte und dachte mir, was gibt es nicht Schöneres, als einfach mal durch einen fremden DM zu schlendern, und siehe da, ich habe was gefunden, was natürlich sofort mit musste. Ich wusste, dass die Dinge rauskommen und ich bin schon im Dezember auf die Jagd gegangen nach diesen Produkten. Ich habe sie aber nicht gefunden. Und jetzt habe ich sie gefunden und ich zeige sie euch. Ganz kurz, bevor es losgeht. Ich habe keine Ahnung, warum die Sachen jetzt noch nicht online sind. Vielleicht sind sie jetzt schon online. Schaut einfach mal bei euch in der Filiale vorbei. Sie standen so ein bisschen versteckt. Einmal im Hotspot, also da oben in diesem leeren Bereich in der Trended-Up-Theke. Und einmal ganz, ganz in der letzten Reihe, ganz unten. Und dadurch, dass sie halt farblich eher so ein bisschen zurückhaltend sind, hat man sie nicht so gut gesehen. Aber wovon rede ich? Vielleicht habt ihr das Video schon gefunden. DM bzw. Trended-Up hat hier sowas rausgebracht. Das sind Contour Creams, matte Contour-Creams, die uns ja doch schon vom Packaging her zumindest sehr bekannt vorkommen. Jetzt will ich dazu einmal was sagen. Ich bin ja eine Maus, die gerne immer etwas als Dupe benennt, aber auch schon lange nicht mehr so, wie ich es vielleicht früher gemacht habe, weil viele Produkte einfach keine Dupes sind. Das eine Produkt ist eine gute Bekannte, das andere ist einfach nur in derselben Verpackung. Die Rede ist von den Matte Contour Creams. Gibt es in zwei verschiedenen Farben, einmal in 010 und einmal in 020. Die 010 ist deutlich kühler, die 020 ist deutlich dunkler, tiefer und wärmer. Von der Verpackung her würde man denken, dass es eventuell eine gute Nachbarin von der Tante Charlotte ist, ist es aber nicht. Die Contour Wands von Charlotte Tilbury sind deutlich glänzender, sehr reflektierend und so ein bisschen erleuchtend. Die sind einfach matt, aber unglaublich pigmentiert und dafür meiner Meinung nach sehr, sehr gut, um einfach zu konturieren. Egal ob auf eine deckende Foundation oder auf gar keine Foundation. Als ich gestern zurückgeflogen bin, hatte ich vom Abend vorher natürlich so ein kleines puffy Face und wollte das ein bisschen korrigieren und habe einfach keine Foundation getragen und habe einfach nur so ein bisschen Contour benutzt und es hat sehr, sehr gut gefallen. Die Verpackung sieht einmal so aus, sehr clean, sehr schlicht und wir haben hier unten einmal dieses Schwämmchen. Jetzt ist hier natürlich schon so ein bisschen was rausgekommen. Deswegen setze ich hier nur einen Punkt hier hin und vielleicht noch einen zweiten halben Punkt dorthin. Und jetzt müsst ihr einmal zuschauen, denn die sind extrem pigmentiert. Super, super deckend. Also schon fast so, dass man denkt, hulala, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich empfehle euch bei Produkten einfach immer, arbeitet in eurer Hand. Damit, mit dieser Menge, kannst du deine ganze Familie konturieren, wenn du das möchtest. Geht nicht unbedingt ins Gesicht damit. Klar, punktuell ganz leicht, aber ihr müsst es wissen, da kommt einfach sehr, sehr viel Produkt raus. Das ist bei diesen Schwämmchen-Applikatoren einfach immer Standard. Die Farbe an sich ist aber wirklich spektakulär. Super kühl, die 010. Sehr deckend. Und lässt sich sehr einfach verblenden. Das ist mir sofort aufgefallen. Ich musste natürlich dann direkt noch im Hotelzimmer das Video dafür für euch für Instagram und für TikTok abdrehen, weil es einfach so schnell geht. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und das Produkt hat sehr gut gehalten. Ihr wollt ja immer auch so eine kleine Review haben, wie das Produkt sich über den Tag verhält. Das hat bei mir sehr, sehr gut geklappt und ich habe keine Breakouts davon bekommen. Ich habe oft das Problem von diesen Wands, dass ich ab, also von diesen Stabprodukten, ne, die heißen Wands, dass ich dann so kleine Pickelchen bekomme. Habe ich bisher nicht bekommen. Also es hat mir gut gefallen. Die Farbe ist spektakulär, um einfach so ein bisschen zu konturieren. Ich habe mir das auch direkt aufs Auge mitgegeben und es hat einfach gut funktioniert. Die Farbe ist eher so ein bisschen auf Wasserbasis, ist dadurch mit vielen Foundations auch gut zu kombinieren. Ich hatte sie jetzt hier, trage ich gerade die Revolution Skin Silk Foundation. In München hatte ich die Chanel Water Tint Foundation benutzt, die auch wirklich sehr krass auf Wasserbasis ist. Aber das ist einfach unglaublich pigmentiert und super, super kühl. Ich packe euch jetzt hier nochmal den Vergleich mit rein, dass ihr die Farbe 10 und 20 seht. Mit der 10 gehen, wenn ihr eine Konto sucht,
Die 20 ist einfach deutlich, deutlich wärmer. Die möchte ich jetzt auch nicht benutzen, weil ich einfach gleich noch was anderes Spektakuläres habe. Ich wollte es hier aber nochmal mit reinnehmen, weil ich weiß, dass viele sowas suchen. Und es ist für mich, erinnert euch noch hier dran, von Key Best, das ist ja auch so ein Contour-Wand gewesen. Ich finde den von Trinidad besser und er ist deutlich günstiger. Ich meine 3,95 € made in Poland von einer Marke, die uns bekannt ist. Ist natürlich mir persönlich ein bisschen lieber als eine Marke, von der ich noch nie was gehört habe. Die weiß ich nicht, wo sie produziert. Also der Contour Wand, sehr, sehr schön, sehr kühle Kontur. Es gibt auch Highlighter und die würde ich schon eher als sehr inspiriert von bezeichnen. Ich habe hier jetzt leider nur die 120. Es gab auch noch, glaube ich, die 110. Die war eher so ein bisschen Champagnerfarben. Die 120 ist eher Roségold. Das Problem, was ich hiermit habe, ist, dass sie. Ich mag diese Glitzer-Effekte nicht so ganz so gerne und die sind sehr, sehr ölig. Ich gebe mir jetzt mal nur hier so ein bisschen was punktuell hin. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das meistens die Foundation kaputt macht, was ich natürlich jetzt nicht möchte. Deswegen würde ich da eher ein bisschen vorsichtiger sein und auf gar keinen Fall bei den Highlightern direkt aufs Gesicht gehen, weil ihr dann einfach ein Loch in eurer Foundation habt. Wenn ihr keine Foundation tragt, ist es ein ganz, ganz anderes Thema. Da könnt ihr das selbstverständlich gerne tun. Mir gefallen die Highlighter jetzt ehrlich gesagt nicht so. Die Champagnerfarbe war eine schöne Champagnerfarbe. Die ist eher wie, die sind sich schon sehr nah vom Finish her, muss man sagen. Concealer lasse ich einmal ganz kurz so ein bisschen antrocknen und blende den aus, denn ich habe noch was anderes Spannendes gefunden. Und zwar hat Art Deco, und ihr wisst es, Art Deco ist dieses Jahr wirklich und letztes Jahr wirklich so eine Love-Brand für mich geworden, einfach weil sie so spektakuläre Produkte rausbringen. Und eine meiner liebsten Kollektionen, die jedes Jahr immer wieder kommen, sind die Bronzing-Kollektionen. Ich erinnere mich noch an diese blaue-weiße, ich glaube, die war vor 2 Jahren. Und jetzt gibt es wieder eine Bronze Goddess Palette und ich habe hier Cleopatra Reinvented. Erstmal die Verpackung, hallo, und dann das Produkt. 3 verschiedene Farben, einen etwas helleren, einen matten und einen ganz leicht schimmernden. Und vielleicht könnt ihr es erkennen, dass selbst das Pressing angepasst wurde. Und das sieht einfach so luxuriös aus, das ist unglaublich. Und ich liebe Bronzer. Ich swatche einmal ganz kurz diesen hellen Ton hier. Der ist so ein bisschen gelblich. Den in der Mitte und den hier unten. Einfach, dass wir mal alle 3 Farben nebeneinander haben. Kann ich mir auch, oh, sehr pigmentiert sogar, kann ich mir auch sehr gut als Lidschattenpalette vielleicht vorstellen. Ich möchte sie jetzt natürlich aber so benutzen, wie sie angedacht ist. Und zwar als Bronzer. Was ich bei diesen 3-farbigen Bronzern meistens mache, ist, ich mische sie einfach. Dadurch habe ich einfach meistens den perfekten Ton. Der sieht jetzt sehr warm aus, aber nochmal ganz klar, das ist ja auch ein Bronzer, ne? Ich habe jetzt ein Contour-Produkt schon benutzt, deswegen bin ich da jetzt gar nicht so traurig, dass sie so warm sind. Ich gehe einfach nochmal mit ein bisschen Puder hier lang, dass ich nicht so viele Fleckchen bekomme. Bleibe bei dem großen Pinsel, mische einmal zusammen, ja, erstmal in die Hand einarbeiten und dann tupfe ich nur ganz leicht den Bronzer so ein bisschen rüber. Oh, der ist sehr, sehr warm. Nicht mehr Produkt aufnehmen, Maxim. Kann ich mir gut vorstellen, so wie meine Mama es immer macht, einfach um das ganze Gesicht so ein bisschen aufzufreshen, ne? Also ich bin ja jetzt im Moment doch schon sehr, sehr blass durch die vielen Produkte und die vielen chemischen Peelings. Ich muss unbedingt wieder Self-Tan machen die nächsten Tage. Dadurch bin ich natürlich so ein bisschen blass, aber mit so ein bisschen Bronzer im Gesicht und dafür ist so ein warmer Bronzer sogar sehr, sehr gut. Und du kannst ja auch einfach ein bisschen was hier unten nehmen oder so ein bisschen anmischen. Dafür ist es eigentlich immer ganz gut. Ich muss dazu sagen, ich finde, Art Deco hat die Welt verdient als Familienunternehmen aus Deutschland, was auch einfach in Deutschland produziert. Das ist unterstützenswert und die Qualität ist halt einfach sehr, sehr gut. Was mich aber viel, viel mehr umgehauen hat, sind die Blushes. Puderprodukt ist Art Deco eh großartig. Und zwar gibt es 2 verschiedene. Einmal habe ich hier den Blush Luminizer mit einem sehr warm, schönen, ja, terrakotta-roten Korallton und unten eher so ein bisschen was Bronze-Pfirsichfarbenes. Packaging ist das Rote davon. Schaut euch das mal. Das ist Drogerie-Make-up. Klar, es ist hochpreisig, aber ihr dürft nicht vergessen, Art Deco macht erstmal nicht diese Stückzahlen, die vielleicht ein Trended Up macht. Und Art Deco macht vor allen Dingen alles in Deutschland. Ne, mit deutschem Lohngebot und nicht mit, weiß ich nicht, tschechischem oder polnischem. Das ist ein großer Unterschied in der Produktion. Und dann haben wir den Sunkissed Blush. Den finde ich persönlich ja nice, ne, weil der so ein bisschen kühler ist. Wir probieren mal erstmal diesen hier aus. Der hat Schimmer oben und unten ist er matt. Ich gehe einfach bunt rein, arbeite auch hier wieder erstmal in die Hand und platziere mir den dann einfach hier so ein bisschen gröber. Ich finde, bei diesen Bronzy-Kollektionen darf es ruhig ein bisschen gröber sein und du siehst einfach sofort so viel gesünder aus. Und das ist das Schöne an Make-up. Du kannst so
fertig aussehen wie ich und mit ein bisschen Bronzer und so einem schönen sonnengeküssten Blush. Das ist so dieser Sun, also das ist so dieser Sonnenbrandblush. Geht dieses Jahr, ich weiß es jetzt schon, wieder völlig durch die Decke, dass man so aussieht, als hätte man einen leichten Sonnenbrand bekommen. Mag ich persönlich ganz gerne, weil ich bin wie ein Vampir. Ich verlasse nicht nur nicht das Haus, sondern auch unter Lichtschutzfaktor 50 kommt bei mir gar nichts ins Gesicht. Das ist dann, wenn du den so ein bisschen auf die Nase, auf die Stirn tupfst, siehst du einfach gleich viel, viel gesünder aus. Auf der anderen Seite nehmen wir jetzt doch nochmal diesen hier. Der ist natürlich deutlich leuchtender. Der hier unten ist halt auch spannender. Und der ist so ganz leicht pfirsichfarben. Ich drehe den Pinsel, arbeite auch hier wieder in die Hand. Ja, der ist natürlich deutlich matter, ne, weil du weniger Schimmeranteil mit drin hast. Arbeite ich auch hier wieder gröber rauf. Also Der in der goldenen ist von der Menge her deutlich matter. So ein ganz leichter goldener Schein kommt durch. Passt aber sehr, sehr gut für diesen, ne, wenn man es kaum erwarten kann, dass der Sommer kommt, dann finde ich, kann man mit diesen Produkten immer ganz vieles sehr, sehr gut machen. Großartige Produkte. Es gibt eine komplette Kollektion aktuell mit Nagellacken, mit Liplinern, mit Lippenstiften. Wollte ich jetzt hier nicht alles mit reinnehmen, aber die drei Produkte könnt ihr euch gerne mal anschauen. Hat mir super, super gut gefallen. Und dann gibt es ein weiteres Produkt von Trended Up. Und zwar den Pretty in Tint. Ein Fruity Lip Stain. Gab es in verschiedenen Farben. Ich habe hier die Farbe 030. Ein fruchtig duftender Lip Tint, der ihre Lippen sanft einfärbt und ein schwereloses Tragegefühl hinterlässt. Nicht nur optisch beeindruckend, sondern auch pflegend. Dieser Lip Tint bietet bis zu 8 Stunden Halt, ohne die Lippen dabei auszutrocknen. Den werde ich jetzt nicht benutzen, denn Trust and Believe, der färbt eure Lippen ein. Und wenn ich jetzt feuerrote Lippen habe, das ist ein bisschen viel für die Baustelle hier. Deswegen zeige ich ihn euch einmal ganz kurz. Er riecht sehr, 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 sehr gut, muss ich sagen. Der erinnerte mich so ein bisschen. Ich dachte erst, dass es eigentlich eine günstige Alternative eventuell zu dem Bene Tint ist oder dem von Essence. Ähnlich. Ich habe ihn vorgestern benutzt und am nächsten Tag waren meine Lippen immer noch rot. Wofür sind die Dinger gut? Mittlerweile verstehe ich es eigentlich ganz gut. Den Punkt werde ich jetzt wahrscheinlich die nächste Woche hier drauf haben. Wenn ihr wisst, dass ihr vielleicht, nehmen wir an, heute ist Samstag und ihr geht heute Abend weg, aber ihr schafft es einfach nicht mehr, euch zwischendurch noch so ein bisschen aufzufreshen und habt Angst, dass euer Lippenstift nicht so gut hält. Und ihr wisst, ihr tragt einen roten Lippenstift an dem Abend. Benutzt so einen Lip-Tint unter eurem Lippenstift und euer Lippenstift sieht einfach, selbst wenn er sich abgetragen hat, immer noch gut aus. Dafür sind die Dinger gut. Oder wenn ihr so einen ganz, 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 ganz zarten Touch und Farbe haben wollt, sind die sehr gut. Ne? Es färbt das ein, natürlich nicht so intensiv, aber es färbt das ein. Oder wenn ihr so ein bisschen hier in die Mitte, ganz leicht, dann sehen die Lippen gleich so ein bisschen voller, ein bisschen praller aus. Ich benutze ihn jetzt nicht, denn wir haben was anderes und der färbt und der hält. Aber der ist neu und deswegen habe ich ihn euch mal mitgenommen. Es gibt aber noch was anderes, was ich ehrlich gesagt nicht verstehe, warum jetzt jede Marke mit so einem Ding rauskommt. Aber sie sind nicht schlecht. Ich habe sie auch schon getestet. Das sind die Shine and Click Gloss in a Stick. Intensive Farbabgabe, dem kann ich zustimmen. Auch hergestellt in Polen, vegan, 1,8 Gramm sind hier mit drin. Das sind diese Click-Dinger, haben wir jetzt von MAC gesehen, haben wir von NYX gesehen, haben wir eigentlich von jeder Marke jetzt gesehen. Jetzt hat Trended Up auch welche in verschiedenen Farben. Ich habe hier einmal die Farbe 020. Die ist etwas brauner und etwas kühler. Und die 030 deutlich, deutlich pinker. Ich habe den Braun schon benutzt und die Farbe gefällt mir ganz gut, weil ich dieses... Das ist für mich so lustig, ne? Weil, also ich bin ja Italiener und ich habe immer so diesen Blick auf diese kühlen Lippen. Und ich weiß, dass viele das gar nicht mögen und sich ihre Lippen vielleicht etwas heller pigmentieren lassen. Und ich liebe das, wenn Lippen so ein bisschen bräunlich sind, so ein bisschen kühler aussehen. Meine Lippen sind mir persönlich schon zu rosa. Und dafür ist der gut. Klicken, nicht zu viel rausklicken. Dafür sind diese Klickmechanismen gemacht, dass man nicht zu viel überdosiert, weil sonst brechen die ab. Extreme Farbabgabe. Super glänzend ist es. Und sie fühlen sich sehr, sehr gut an. Natürlich halten die jetzt nicht ganz so lange wie ein Liquid Lipstick, aber das ist der Vorteil von diesen festen Produkten im Vergleich zu einem Gloss. So ein Gloss, den hast du sehr schnell aufgegessen. Den hier, der hält ein bisschen länger, weil er natürlich auch in der Form halten muss. Kleiner Tipp, im Sommer würde ich ihn vielleicht nicht mit in der Handtasche haben, weil dann kann das ganz schnell mal schmelzen. Also sowas ist eher vielleicht was für jetzt noch so die Tage. Aber ein sehr, sehr schönes Finish, also super, super glänzend. Und es fühlt sich auch gut pflegend an. Also kann ich jetzt nichts anderes sagen. Hat mir gut gefallen und ich mag diese Farbe total gerne. Das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Vielleicht habt ihr sie ja schon bei euch in der Drogerie entdeckt. Dann lasst mich gerne mal wissen, welche Produkte ihr vielleicht noch gefunden habt, die ich in meinem Kaufrausch in München übersehen habe. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr auch bei Instagram und TikTok vorbeischaut, ihr süßen Mäuse. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.